Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der christlichen Freikirche. Hey, wir freuen uns total, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt machst du doch einfach bequem, lehn dich zurück, aber vor allem sei gespannt, weil weißt du, Gott will dir heute begegnen, er will zu dir sprechen und deswegen mach doch einfach dein Herz auf und lass dich überraschen, was er für dich vorbereitet hat. Und jetzt viel Spaß. Ich bin der Jürgen Grammer und der Pastor hier der christlichen Freikirche hier am Standort in Mühldorf und ich darf euch heute alle ganz herzlich zum Familiengottesdienst begrüßen und auch dich, der du online und ihr, die ihr online zuschaut, auch ebenso herzlich begrüßen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst, Familiengottesdienst heute feiern können. Und der Titel für heute heißt ein starkes Fundament. Und da habe ich den Leo gebeten und die Laila, uns das Fest vorzulesen, ein festes Fundament, und wir können alle mitlesen. So, Leo, du darfst vorlesen, ein festes Fundament. Ein festes Fundament. Die Menschen hörten gern die Geschichten zu, die Jesus erzählt. Wenn ihr meinen Lehren folgt, sagte er, seid ich wie der kluge Mann, der sein Haus auf einem festen Fundament baute, wie in dieser Geschichte. Zwei Männer wollten ein Haus bauen. Der kluge Mann baute sein Haus auf Steinen. Der Regen kam, das Wasser stieg, der Wind blies, aber sein Haus stand fest. Danke, jetzt kommt die Laila. Aber wenn ihr ignoriert, was ich sage, seid ihr wie der andere Mann. Er war so töricht, sein Haus auf Sand zu bauen. Es hatte kein Fundament und als es regnete und der Wind blies, stürzte sein Haus ein. Jeder, der Jesus Geschichten hörte, war erstaunt, wie einfach er die Wahrheit Gottes ausdrücken konnte. Vielen Dank. Und das ist eine Geschichte aus unserer Kinderbibel. Und ihr seht, die ist im Einsatz, die ist auch schon ein bisschen geflickt und zugeklebt. Und wir lesen das immer wieder mit den Kindern und der Ben, der macht das ganz toll, der sagt dann immer, ja, das, so macht das Gott und so macht das der Teufel. Also Gott macht, dass wir ein festes Fundament haben, dass wir auf einem guten Fundament stehen. Und der Teufel, sagt die Bibel, ist der Dieb, der Zerstörer, der Durcheinanderbringer. Und deswegen ist es gut, dass wir ein festes Fundament haben. Und als ich mich heute als ich mich vorbereitet habe auf den Familiengottesdienst, bin ich ganz ehrlich, da habe ich gedacht, okay, Familiengottesdienst, wo fange ich da an und wo höre ich auf? Ja, also ich bin echt im Meer der Möglichkeiten, ich will nicht sagen ertrunken, nein, ich bin oben geschwommen, aber ich habe in der Woche habe ich ein Wort oder zwei Worte gehabt die ganze Zeit. Und zwar starke Beziehungen. Starke Beziehungen. Und mir reicht es oder mir ist es wichtig, wenn du heute aus dem Gottesdienst rausgehst und die Woche über immer wieder bekommst, okay, starke Beziehungen. Habe ich starke Beziehungen? Habe ich starke Beziehung mit meinem Ehepartner? Habe ich eine starke Beziehung zu meinen Kindern? Habe ich eine starke Beziehung zu den Menschen, die am Arbeitsplatz sind? Habe ich starke Beziehungen zu meinen Freunden? Habe ich eine starke Beziehung im Sport, das heißt einfach, prüf einfach starke Beziehungen. Und warum brauchen wir starke Beziehungen? Wir können nur so weit gehen, wie unsere Beziehungen stark sind. Wir können nur so weit drauf aufbauen, wie stark unsere Beziehungen sind. Ich will das an einem Beispiel machen, wenn du in der Ehe so locker flockig unterwegs bist und gar nicht so richtige starke Verbindung oder starke Beziehung hast, dann kannst du nicht so viel drauf bauen. Oder wenn du in einem Team bist, egal am Arbeitsplatz oder hier in der Kirche, und du bist zusammen und du kennst dich gar nicht so richtig, du interessierst dich gar nicht so richtig füreinander, oder auch im Freundeskreis, dann kannst du nicht stark darauf bauen. Dann kann nichts Großes oder nur Kleines kann entstehen. Wir brauchen ein starkes Fundament, damit Großes entstehen kann. Starke Beziehungen, je stärker unsere Beziehungen miteinander sind, desto größer kannst du draufbauen, desto tragfähiger ist das. Und ich möchte das an einem ganz einfachen Beispiel machen. Wir schauen uns das an. An der Ehe zum Beispiel. Und ich war vor vielen, vielen Jahren, war ich auf einer Konferenz und da hat dann jemand gesagt, die Ehe ist wie so ein Hocker oder ein Stuhl mit drei Beinen.
So, also ich versuche das so ein bisschen räumlich darzustellen. Kann man das erkennen, dass es so ein Stuhl ist mit drei Beinen, mit viel Fantasie, und ich habe es euch erklärt. Und ihr habt gesagt, dass die Ehe ist wie so ein Hocker mit drei Beinen und alle drei sind wichtig. Und das erste Bein ist gute Kommunikation. Dass du als Ehepaar miteinander redest. Du musst miteinander reden. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber es geht auch um die Dinge, die wichtig sind, die auch tiefer gehen, dass du über die Dinge, die wichtig sind, die dir auch wichtig sind, auch drüber redest. Das zweite ist für die Menschen, die mit Jesus leben oder die Christen sind, gemeinsames Gebet. Dass du mit deinem Ehepartner zusammen gemeinsam betest. Es ist gut, wenn du selber betest, aber wenn du einen Ehepartner hast, dann ist es gut, wenn du zusammen betest für die Dinge, weil dann schaffst du eine starke geistliche Verbindung, eine starke geistliche Beziehung. Und das dritte ist erfüllende Sexualität. Ja, wir reden im Gottesdienst über Sex. Du brauchst gute Kombination, wir müssen miteinander reden. Wir brauchen das gemeinsame Gebet und wir brauchen erfüllte Sexualität. Und erfüllte Sexualität fällt nicht vom Himmel, da muss man auch drüber reden. Da kann man auch zusammen beten. Das heißt, das gehört irgendwie zusammen. Und wir haben das mal, und es ist wichtig, dass dieser Hocker stabil steht. Und wir haben mal ein Seminar gemacht und da hat dann ein Teilnehmer dann gesagt, ein Mann hat gesagt, hey, bei uns ist das überhaupt kein Thema, bei uns steht er total stabil, weil alle drei Beine gleich kurz sind. Es ist gut, wenn sie alle gleich sind, aber die Beine sollen wachsen und sollen tief sein. Das heißt, wir brauchen starke Beziehung. Und das heißt, wenn dieser dreibeinige Hocker irgendwo, wo etwas zu kurz ist oder etwas fehlt, dann ist die Gefahr, und hat jemand auch gesagt, hier sind die Kinder obendrauf, dann ist die Gefahr, dass die Kinder irgendwie dann runterrutschen, weil dann ist nicht mehr so stabil, nicht mehr so fest, nicht mehr so tragfähig. Und dann können wir als Ehepaar auch nicht so viel den Kindern mitgeben, dass sie da starke Beziehungen bekommen und aus dieser tragfähigen oder kraftvollen Ehe dann eben lernen oder wachsen können. Also das ist jetzt Beispiel Ehe. Starke Beziehungen für die Ehe, und das ist dann die Grundlage auch für die Familie, oder starke Beziehung für mich persönlich, das heißt, dass ich eine starke Beziehung zu Gott entwickle. Dass ich selber starke Beziehungen mit Jesus Christus habe. Dass ich danach schaue, dass ich Zeit mit Gott miteinander verbringe. Und du kannst dich selber prüfen und überlegen, wie stark ist eigentlich momentan meine Beziehung zu Jesus? Wie tragfähig ist das? Bin ich ein bisschen weiter weg, so ist die Leine so ein bisschen lang? Oder bin ich ganz nah dran an Jesus? Und es ist so, dass wir, die wir auch vielleicht schon viele Jahre auch schon Gott kennen, persönlich kennen, ist auch die Gefahr, dass du einfach über deine Zeit mit Gott einfach so drüber weggehst. Dass du einfach so in der Bibel liest oder einfach so betest, aber du merkst irgendwie, die Wurzeln sind nicht richtig tief. Ich brauche eine starke Beziehung zu Jesus, ich brauche eine starke Beziehung zu Gott. Für mich persönlich. Und dann auch so starke Beziehung auch im Sport zum Beispiel. Ich habe das erlebt, ich habe ja früher Tischtennis gespielt und ich war lieber so einer, der alleine unterwegs war. Aber das Interessante war, dass ich eigentlich mit der Mannschaft und mit dem Doppel und Mixed ist ein Mann und eine Frau, spielt zusammen, die größeren Erfolge erzielt habe als alleine. Und es ist so, wenn du im Sport zwei zusammenstellst und sagst Doppelspielen, und ich habe damals in der Jugend Süddeutsche Meisterschaft gespielt und ich war so in Württemberg vielleicht die Nummer 5 oder 6 und meine Partnerin war die Nummer 10 oder 12 von der Rangliste her, und dann denkst du, die können ja irgendwie nichts reißen zusammen. Aber wir haben uns gut verstanden, wir haben viel miteinander geredet, vor dem Match und auch während dem Match und nach dem Match. Und wir haben eine starke Beziehung entwickelt und wir haben dann den dritten Platz gemacht. Für viele überraschend und ganz knapp wären wir dann fast ins Finale gekommen. Und so ist es auch in der Sportmannschaft und so ist es auch am Arbeitsplatz. Das heißt, wenn du die besten Spieler nimmst und ein Team nimmst und sagst, so, jetzt mach das mal, und die sind alle so Einzelspieler, dann werden die nicht erfolgreich sein oder nicht so erfolgreich sein, wie sie sein können. Das heißt, du brauchst starke Beziehungen, damit du, ich sag's mal jetzt im Sport oder im Beruf, dass du erfolgreich bist.
Starke Beziehungen. Wir brauchen die starken Beziehungen. Oder auch bei uns in der Kirche. Im Team, wenn wir zusammen im Lobpreis sind, wenn wir mit den Rangern zusammen sind, wenn wir mit dem Kindergottesdienst im Team zusammen sind, wir brauchen starke Beziehungen untereinander. Und das ist tragfähig dann für den Kindergottesdienst, für den Lobpreis, dass wir stark miteinander verwurzelt sind. Wir können nur so weit gehen, wie stark unsere Beziehungen sind. Gott kann nur so weit draufbauen auf unser Fundament, wie stark unsere Beziehungen sind. Und Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir Einzelgänger sind, sondern Gott hat uns geschaffen, dass wir zusammen sind. Dass Menschen zusammen sind, dass wir als Familien zusammen sind. Dazu hat Gott uns geschaffen. Und ich möchte uns Eltern auch noch ermutigen, dass wir Jesus oder dass wir Gott als in erste Stelle bei uns in der Ehe, im persönlichen Leben stellen und auch in der Ehe. Damit die Kinder Jesus leben, weil wir sind das Beispiel. Wir sind das, wo die Kinder das abschauen und lernen, wie wir mit Gott unterwegs sind. Das heißt, die Kinder sehen, wie stark unsere Beziehung mit Gott ist, wie stark unsere Beziehung als Ehepaar ist. Das erleben die Kinder und das können wir mitgeben. Also die Kinder nehmen ganz viel mit, indem sie uns beobachten. Und wir haben was ganz Tolles die Woche erlebt. Am Abend, da war ja schönes Wetter auch und die Steffi hat sich dann auf die Terrasse rausgesetzt und an den Gartentisch gesetzt und hat Bibel gelesen. Und dann ist die Jule dazugekommen und hat gefragt, darf ich mich auch dazu setzen und auch Bibel lesen? Ja, natürlich. Und dann ist die Julia dazugekommen, hat dann auch Bibel gelesen und plötzlich ist der Nico aufgetaucht. Darf ich auch mich dazu setzen und auch mitlesen? Nico hat seine Bibel geholt und auch mitgelesen. Und dann ist der Papa aufgetaucht, der kam aus der Connect-Gruppe Gebet Eggenfelden, schaut, wo ist die Familie und sieht die ganze Familie Bibel lesen. Ja, was mache ich dann? Hole ich auch mein Buch, der Buchbücher und bin auch mit dabei. Und aus diesem Abend heraus sind dann ganz tolle Gespräche über Gott, über die Bibel, sind daraus dann entstanden. Und das war kostbar und wertvoll und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch Kindern, wenn wir zusammen Bibel lesen. Und wie ist das entstanden? Weil die Kinder gesehen haben, wir lesen in der Bibel. Und so ist es dann zustande gekommen. Und was können wir selber dafür tun, dass wir starke Beziehungen haben, damit wir starke Beziehungen leben können? Und ein Stichwort ist Verbindlichkeit. Das heißt, dass ich verbindlich bin in meiner Beziehung zu Jesus. Dass ich verbindlich bin in meiner Ehe. Dass ich verbindlich bin in dem Team, wo ich mitarbeite, in dem Team, wo ich mitwirke. Dass ich verbindlich bin als Chef meinen Mitarbeitern gegenüber oder verbindlich bin auch meinem Vorgesetzten oder meinem Leiter gegenüber, dass ich verbindlich bin. Und das ist so, dass Verbindlichkeit drückt sich auch biblisch aus mit dem Bund. Deswegen sprechen wir auch von dem Ehebund, dass wir einen Bund machen und verbindlich werden in dem Ehebund. Und Gott selber hat ganz viele Bünde gemacht. Ja. Jesus hat für uns den neuen Bund gemacht. Ja, er ist verbindlich geworden für uns und wir, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, dann werden wir verbindlich mit Jesus. Dann werden wir eins mit ihm. Und es ist so, dass ich eine Zeit hatte, und jetzt spreche ich zu den Kindern, die in der Schule sind. Wer ist denn in der Schule noch? Ah, eine ganze Menge. Und mir ging das damals so, dass ich eine Zeit hatte, da war ich so, glaube ich, so 15, 16, und man kann sich das gar nicht vorstellen, plötzlich kam mir alles sinnlos vor. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Alles, warum mache ich das eigentlich in der Schule? Für was lerne ich eigentlich? Und überhaupt? Und was soll das? Und so. Und da war bei mir eine Phase, und es war sogar eine Phase, ich kann nicht sagen, dass ich da depressiv geworden bin, aber auf jeden Fall ist mir schwer gefallen, morgens aufzustehen. Und ich habe gar nicht gewusst, wo das herkommt. Es war einfach da, so eine Schwere und wie geht es jetzt weiter und was ist da alles und so. Und das war für mich echt irgendwie schwer, weil ich das nicht gekannt habe. Sonst dynamisch und sportlich und gut unterwegs und gut drauf. Und ich war dann so dankbar, meine Eltern zu haben. Meine Eltern haben mir dann geholfen. Ich bin dann zu meinen Eltern, habe mit ihnen darüber gesprochen. Meine Eltern haben mir dann geholfen, mich unterstützt, dass das wieder normal geworden ist. Ja, weil wir eine starke Beziehung hatten, eine gute Beziehung hatten und ich gewusst habe, ich kann immer zu meinen Eltern gehen.
Und deswegen möchte ich euch erinnern, Kinder, oder ermutigen, geht zu euren Eltern. Auch wenn es sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch anfühlt oder wenn ihr in einem Alter seid, wo ihr denkt, naja, so ganz cool sind meine Eltern nicht mehr. Ich möchte trotzdem euch wirklich ermutigen, eure Eltern sind immer für euch da. Die lieben euch über alles und ihr könnt immer zu ihnen kommen. Ich lade euch ein von ganzem Herzen, macht das. Auch wenn sich das vielleicht uncool anfühlt, aber eure Eltern sind da. Und ich weiß das von mir, damals war das so. Im Nachhinein ist mir das aufgefallen und ich war ja viel unterwegs und im Sport und so. Und meine Mama, immer wenn der Jürgen bereit war zu reden, und das war gar nicht so oft, ja, dass so die Jungs irgendwie, die machen alles mit sich selber aus und so. Und immer wenn ich bereit war, was zu erzählen, hat meine Mama alles stehen und liegen gelassen. Ja, sofort war da und hat zugehört. Hat diese Momente wahrgenommen, um mit dem Sohn zu sprechen. Und es ist auch für uns Eltern ist es wichtig, dass wir da sind für unsere Kinder. Dass wir eine starke Beziehung haben zu unseren Kindern. Und auch von unserer Seite ist, ich weiß, jetzt, ich muss hier einfach Nico und Jule mit ins Spiel bringen. Und ich versuche auch immer wieder abends vorbeizukommen, mal zu klopfen, zu fragen, hey, wie geht's dir? Und ich weiß, das kommt irgendwie nicht so cool, dass der Papa da jetzt reinkommt, aber dass wir von unserer Seite auch auf die Kinder zugehen. Dass wir von unserer Seite aus gucken, dass wir starke Beziehungen miteinander haben und dass wir Rat suchen können. Und es ist so, ich möchte euch sagen, Kinder, ihr seid die nächste Generation. Und wir lieben euch von ganzem Herzen und wir wollen alles, alles in euch rein investieren. Alles, was wir zu geben haben, wollen wir euch geben. Von ganzem Herzen. Und wirklich, und ich ermutige uns als Gemeinde, als Church, dass wir für unsere Kinder da sind. Dass wir auf sie zugehen, so wie es die Geli auch letzten Sonntag gepredigt hat, dass wir auf sie zugehen, dass wir uns für sie interessieren, dass wir auf Augenhöhe mit unseren Kindern sind, damit wir starke Beziehungen bauen. Und ich möchte euch Kindern und Teens und Teenager sagen, schaut auch ihr, dass ihr starke Beziehungen habt, dass ihr starke Freundschaften habt. Und über digitale Medien kannst du keine starke Freundschaften entwickeln. Trefft euch, überlegt, betet auch und sucht und findet gute Freunde, richtig gute Freunde. Denn es wird die Zeit kommen, oder das merkt ihr vielleicht jetzt schon, dass ihr euch mit euren Freunden und Freundinnen besprecht. Und deswegen möchte ich euch da auch ermutigen, dass ihr schaut, dass ihr gute Freunde findet und auch da investiert, in die Freundschaften hinein investiert. Und eine Empfehlung, die ich auf jeden Fall ganz klar geben möchte, ist, wenn wir von der Gemeinde aus Jugendarbeit haben, ja, oder Rangerarbeit, dann seid zu 100% da. Seid immer da, geht hin. Denn wenn du Jesus schon kennst oder noch besser kennenlernen willst, dann ist es absolut hilfreich und sinnvoll, dass du mit jemandem zusammen bist oder eine Freundschaft entwickelst, der auch mit Jesus unterwegs ist. Es ist ganz wichtig und deswegen möchte ich euch ermutigen, jede Freizeit mitzunehmen. Das heißt, auch der Pastor, wo ich vergangene Gemeinde war, und unser Pastor hat gesagt, wenn die Türen aufmachen, die Kirchentüren, dann sei immer dabei. Wenn die Kinderdiensttüren offen sind, sei dabei. Eltern, nehmt die Kinder mit. Kinder, nehmt die Eltern mit. Ich meine das ganz ernst. Kinder, nehmt die Eltern mit. Und wenn die Türen, wenn es eine Jugendfreizeit gibt, seid dabei als jugendlicher Teenager, sei dabei auf der Jugendfreizeit. Wenn es Ranger-Events gibt, sei bei den Ranger-Events dabei, weil es wichtig ist, dass du starke Beziehungen entwickelst mit Freunden, die auch mit Jesus unterwegs sind. Und wir können das fördern, wir können das auch unterstützen. Wir haben überlegt, wir sind wieder in Südfrankreich im Urlaub diese Woche und da war die Jugendfreizeit. Wer praktisch die erste Woche gleich gewesen mit uns, 3 Wochen Südfrankreich und 1 Woche parallel Jugend. Die Jugendfreizeit wird jetzt ein bisschen anders gestaltet aufgrund Corona. Und wir haben uns überlegt, wir machen das so, weil uns das so wichtig ist, dass die Kinder, unsere Kinder, andere Kinder kennenlernen, andere Christen kennenlernen, andere Freundschaften entwickeln, hätten wir das so gemacht, dass wir die Kinder auf die Jugendfreizeit geschickt hätten oder gebracht hätten. Wir wären nach Südfrankreich gefahren, haben uns überlegt, dann haben wir bei uns im Standortteam gefragt, hey, wer würde sich bereit erklären, mit den Kindern nach Südfrankreich zu fliegen? Nach der Woche, damit sie bei der Jugendfreizeit dabei sein können. Das heißt, wir hätten investiert in den Flug zusätzlich, damit die Kinder diese Woche mit der Jugend erleben können, weil auf den Jugendfreizeiten für die Kinder
ganz, ganz viel passiert. Ja? Und deswegen, uns ist das total wichtig und das möchten wir weitergeben, auch für uns als Eltern, dass wir das echt auf dem Fokus haben. Wenn die Kirchentüren offen sind, dann sei dabei, damit die Kinder, die Jugendlichen starke Beziehungen entwickeln mit Freunden und Freundinnen. Starke Beziehungen. Lasst uns das mal zusammen sagen. Starke Beziehungen. Starke Beziehungen. Und ich möchte dich einladen als nächsten Schritt. Als nächsten Schritt für dich, dass du, wenn du jetzt in die kommende Woche gehst, dass du das so immer so ein bisschen mitbewegst, wie stark sind meine Beziehungen? Und dass du auch überlegst, okay, wo kann ich etwas dafür tun, dass die Beziehung noch stärker wird oder noch tragfähiger wird? Von meiner Seite aus. Es beginnt immer bei mir. Nie beim anderen und den anderen kann ich auch nicht verändern, sondern es beginnt immer bei mir. Das heißt, was kann ich dafür tun, dass die Beziehung, die ich habe, dass sie stärker werden, dass sie tragfähiger werden und dass sie stabiler werden? Das ist das, was mir für heute auf dem Herzen ist. Und da schließe ich euch Kinder, euch Teens auch mit ein. Macht euch Gedanken, was kann ich dafür tun, dass ich starke Freundschaften habe, dass ich starke einen Freund habe, mit dem ich auch reden kann, eine Freundin habe, mit der ich reden kann. Also nicht eine Freundin, die, wenn meine Selfies nicht mehr so cool sind, die sich eine andere Freundin sucht, die coolere Selfies macht, weil die einfach da cooler ist, ja, sondern ne, dass du jemand hast, mit dem du reden kannst. Jemand hast, dem du vertrauen kannst. Oder nicht, dass du jemand hast, mit dem du zusammen zocken tust und dann bist du nicht mehr so ganz so gut, dann schmeißt er dich aus deinem Team raus, weil er einen ins Team nimmt, weil er besser zockt. Ja, sondern dass du wirklich jemand hast, mit dem du reden kannst, mit dem du zusammen sein kannst. Ich weiß, Nico, Juli, sei das nicht so begeistert. Aber es ist wichtig, das zu hören, auch für die Kinder, dass auch die Kinder anfangen, auch Freundschaften auch zu entwickeln. Starke Beziehungen. Und als letzte Bibelstelle möchte ich noch vorlesen, das ist mein Konfirmationsbibelvers. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich könnte jetzt sagen, ich weiß nicht, warum ich den rausgesucht habe, aber ich habe den einfach für Gott bekommen als Abschlussvers für heute. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das heißt, wenn du dich gerade fühlst, dass du mühselig und beladen bist, dann komm zu Jesus. Und es ist keine Schande, dass du sagst, okay, ich bin ehrlich, ich bin mühselig und beladen. Sei ehrlich zu dir selbst, sei ehrlich zu Gott, sei ehrlich zu Jesus und komm zu ihm. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Auch als Ehepaar. Und es ist so, als Ehepaar ist es so, die Ehe, die fällt nicht einfach so vom Himmel, sondern man muss an der Ehe arbeiten, in Anführungszeichen. Man muss das dafür tun, man muss Einsatz bringen, ja? Im Gespräch bleiben, an der Ehe arbeiten, in Anführungszeichen. Und auch da möchte ich euch als Ehepaar ermutigen, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr mühselig und beladen seid, dann kommt zusammen, kommt zu Jesus. Kommt zusammen zu Gott und bringt den Bereich, wo ihr merkt irgendwie, da ist so ein bisschen sandig oder da ist es nicht so rund. Sei ehrlich zu dir selber, seid ehrlich zusammen als Ehepaar und kommt gemeinsam zu Gott, damit die Beziehung, dass die Beziehung, die ihr habt, noch stärker wird, noch tragfähiger wird. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So ein schönes, dickes Tau. Ihr habt da ein Bild dazu? Und das ist ja nicht irgendwie so ein Faden, sondern das ist so gedreht ist das ja. Und das Tau selber besteht aus vielen Einzeln, Fäden oder wie sagt man da? Seilen, ja, Einzelseilen, genau. Und dann ist das so zusammengewunden. Und der Idealfall ist, dass Jesus in der Mitte ist in diesem Tau. Dass Jesus das zusammenhält. Dass Jesus der Punkt ist, um den wir gewickelt sind. So will ich es mal sagen. Also nicht, wir sind nicht falsch gewickelt, sondern wir sind richtig gewickelt. Wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann sind wir richtig um Jesus gewickelt. Mit Jesus zusammen gewickelt. Das wollte ich euch zeigen, ein starkes Tau.
und ein starke Beziehungen. Also das ist das, was mir für heute auf dem Herzen ist, starke Beziehungen, dass wir das mitnehmen. Amen. Amen. Und ich möchte euch noch einladen, dass wir nochmal jetzt die Augen schließen und hinhören, was Gott mir persönlich sagt zu dem Thema, ein starkes Fundament zu haben und starke Beziehungen. Und ich möchte beten für uns. Danke, Vater, von ganzem Herzen, dass dein Interesse ist, dass wir starke Beziehungen zu dir haben. Dass du das uns geben kannst, was wir brauchen. Und das ist mehr und höher, als wir uns das vorstellen, ganz persönlich. Und ich danke dir, je stärker wir mit dir verbunden sind, je stärker wir mit dir verwurzelt sind, desto höher kannst du mit unserem Leben bauen, desto näher sind wir an deinem Herzen. Und das bete ich für uns, dass du jedem ganz persönlich zeigst, wie wir die Beziehung zu dir stärken können, stärker machen können. Danke von ganzem Herzen. Und ich bete für uns als Ehepaare, dass wenn du uns gezeigt hast, dass wir etwas tun können, damit wir eine stärkere Beziehung haben, so bete ich, Heiliger Geist, dass du das fließen lässt, dass wir mutig sind, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, zusammen zu beten und dich, Jesus, dann neu in die Mitte zu nehmen, offen und ehrlich. Und ich bete auch für alle Singles, für alle Kinder, für alle Teens, für alle Teenager und auch für uns, dass du uns zeigst, wo wir starke Beziehungen haben sollen mit Menschen, mit Freunden, mit Freundinnen, wo wir investieren dürfen, damit die Beziehungen stärker werden. Und ich danke dir, Vater, dass du für jeden von uns einen besten Freund hast, eine beste Freundin, mit dem wir teilen können, mit dem wir zusammen lachen, zusammen weinen können, wo wir auch den Lebensweg, den du mit uns hast, der begleitet wird auch mit Rat, mit Unterstützung. Und dafür bete ich auch, Vater. Ich danke dir, dass du das jedem von uns schenken möchtest. Und ich komme zurück auf das Wort, was du heute gesprochen hast. Du willst Neues schenken. Du willst Neues schenken. Und ich danke dir auch, dass du neue Beziehungen schenken möchtest. Neue, starke Beziehungen schenken möchtest. Dafür danke ich dir auch von ganzem Herzen. Und ich möchte dich auch einladen, wenn du Jesus Christus so von Weitem kennst, aber noch nie eine Entscheidung getroffen hast, dass du sagst, okay, ich nehme Jesus in mein Leben auf und gebe ihm mein ganzes Leben. Und ich möchte, dass er der Herr meines Lebens ist, dass er mich führt und leitet, dass er der gute Hirte ist. Dann möchte ich dich einladen und das kannst du jetzt und heute tun. Ganz einfach mit einem Gebet, dass du von Herzen, die Bibel sagt, vom Herzen her glaubst und mit deinem Mund das aussprichst. Und ich bete vor, wenn du das möchtest, dann bete mit. Und ich lade auch dich, der du hier bist, auch mit ein, wenn du sagst, ich möchte das bestätigen, ich möchte die Dankbarkeit ausdrücken und auch, dass es noch stärker wird, meine Beziehung zu Jesus, lade ich dich ein, mitzubeten. Gott im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du für alle meine Sünden gestorben bist. Und dass du auferstanden bist zum ewigen Leben. Und ich danke dir, Jesus, dass du dieses Leben für mich hast. Dieses neue Leben. Und deswegen, Jesus, gebe ich dir heute mein ganzes Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Und ich will das Gute, was du für mich hast, empfangen. Danke von ganzem Herzen dafür. Amen. Was für eine coole Predigt. Hey, und wenn du mal live bei einem unserer Gottesdienste dabei sein willst, dann klick einfach auf unsere Homepage. Da findest du raus, wann und wo unsere Live-Gottesdienste stattfinden. Du kannst auch einfach eine Nachricht schreiben oder eine kurze E-Mail. Wir würden es lieben, einfach von dir zu hören.
Also, wir sehen uns bald und bis dahin. Ciao.